So, liebe Freunde, da sind wir wieder. Willkommen hier bei uns auf dem Kanal. Willkommen bei Benny und Steve. Wir haben heute ein neues Stehen, ein neues Game am Start. Und zwar ist es Find Yourself. Und damit ich nicht alleine hier mit der U5 fahre, ist bei mir the one and only, die Legende, der Mann, Benny. Hallo! The fucking Brave. Mit am Start und supportet mich natürlich heute wieder als Backseat Gamer. Und er hat mir dieses Spiel empfohlen. Er hat gesagt, ich habe hier ein Spiel, hier hast du es, du musst es spielen. Es ist von Emika. Wir hatten bis jetzt von Emika schon mal ein ziemlich unterhaltsames Spiel. Es war Lock Up. Irgendwie oben ploppt mal kurz was auf. Sehr geiles Let's Play geworden, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin gespannt. Und ich würde sagen, fangen wir an, Benny. Yo! Let's do it! Die Mucke ist schon mal geil. Die Mucke ist richtig geil. Amico Games presents. Ein schmutziger U-Bahn-Bahnhof. Oh, Flash. Was ist denn hier schon wieder los? Ja. Ja, dann mach ich doch Musik mal ein bisschen leiser, der Ingame-Song. Alter, was ist denn hier schon wieder am Start? Warte mal. Okay, gut, hier. Also, das Tutorial ist cool gemacht. Ist schön integriert. Gefällt mir gut. Erinnert mich so ein bisschen an Splinter Cell. Aber bei Splinter Cell auch so? Oh, Alter. Also, was Emika ja wirklich kann, ist halt atmosphärische Games. Ja, da gibt's mal nix. Da gibt's mal nix. Irgendwie, das können sie gut. Das können sie gut. Was ist das hier? Left Maus benutzen. Machen wir das mal. Ja, da fällt doch glatt der Unterteller von der Tasse ab. Um 5.30 Uhr ist der Termin mit dem Psychotherapeuten. Auf ihn. Das machen wir, das haben wir. Und was ist jetzt hier aufgegangen? Ist jetzt hier ein Gullideckel aufgegangen oder sowas? Okay. Oh, hier geht's weiter. Guck mal da. Middle Mouse. Was ist denn das für ein Schatten? Maus fokussieren. Ein Hirschkäfermann. Ja. Okay. Oder mit E. Oh, geht das schon gut los hier. Ja, hier ist kein Telefon. Ah! Oh! Fuck you. Okay. Wir haben das Tutorial durchgespielt. Ich bin dafür, wie kann man denn schon so im Tutorial gefickt werden hier, Alter? Oh. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair, Mann. Das hört sich an wie S-Bahn Crash, keine Ahnung. Ja, als hätte irgendeiner S-Bahn Sounds aufgenommen und macht daraus so ein Industrial Song. Von Ministry. Ey, Benni, das ganze Spiel so mit diesen Jumpscares? Ist das so heftig? Monsters Among Us. Ich sag mal, ich hoffe nicht. Nee. Oh. Okay, wir sind. Niemand kann ein weinendes Kind beruhigen. Was war das denn gerade noch für ein Schlagsound? Ist das auch nicht. Und ich befürchte, dass das alles ganz schön laut eingestellt ist bei mir. Oh. Okay. So, können wir hier hinten die Tür öffnen? Mann! Oh Gott, Baby? Ist alles in Ordnung? Ich glaube nicht, dass das Kind da drin ist, oder? Ist ich hoffe es nicht, ich hoffe nicht. Ich würde mal sagen, I touched it hier. Was klopft der? Ey, das. Ich hab. Ich will mich nicht umdrehen.
Stand da nicht gerade noch eine Person? Ja, ja, stand sie. Aber die ist schon mal weg. Schön. Oh, oh, und der Kinderwagen ist weg. Oh. Nicht so schön. Oh. Was? Alter, Alter, das ist wirklich übel hier. Das ist wirklich übel. Okay. Geht sie ständig hin und her hin? Wow! Was war das denn? Da ist gerade was lang gehuscht. Oh. Oh shit. Was ist das? Was? Okay. Ich fühle mich nicht sicher. Auch nicht in meinem Zimmer. Ja, das. Oh, hier, guck mal. Kleiner Let's Player. kennst du sowas noch, Benny, was man früher so an den Schreibtisch gemacht hat? Warte mal, ich hab noch so einen Bleistiftanspitzer, glaube ich. Irgendwo. Ja! Das hat total Spaß gemacht, sowas. Ja! Muss mal gucken, so, ob ich das noch finde irgendwann. Ja, creepy shit. Ich würde mal sagen, ich sehe mich mal, ich versuche mal ein bisschen umzusehen hier. Ja, ja. Im Zimmer. so Pogo-Stick hier so. Boing, boing. Okay. Wenn es dunkel wird, benimmt sich Mama komisch. Na, das ist ja. Also eins kann ich schon mal sagen, irgendwie. Okay. Ja. Locked Up war schon. Oh, hier, Layers of Fear. Locked Up war schon ziemlich krass, das Spiel von Emika Games. Aber das, das ist schon heftig jetzt hier. Das ist nochmal eine Spur krasser. Also, was ich jetzt so vernehme. Also alleine die ersten paar Minuten sind ja nicht vergleichbar mit Locked Up. Locked Up, weiß ich noch, da sind wir in diesem Raum gewesen, wo wir dann nicht irgendwie rauskamen und sowas alles. Und das hier ist, geht ja direkt los. Da ist ein Zettel übrigens an der Dings. Ich glaube, den kannst du dir durchlesen. Mama bestraft mich und schloss mich im Zimmer ein. Papa, komm bitte heim. Nachdem du gegangen bist, hat Mama angefangen, mich zu schlecht zu behandeln. Ja, schön. Mama! Mama, kann ich noch einen Keks haben? Wow, hast du gesehen, da war der Käfermann? Der Schatten vom Käfermann. Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Der Mistkäfermann, den wir vorhin im Tutorial gesehen haben. Der Hirschkäferjunge? Ja, genau. Ich schnapp mir mal kurz meinen Cowboyhut. Ich möchte kurz unterstreichen, die Musik finde ich passt jetzt nicht so hundertprozentig dazu. Aber ich finde die irgendwie ganz cool. Unter deinem Bett, unter deinem Bett, unter deinem Bett, unter deinem Bett! Weil sie so ein bisschen clubby ist. Oh! Oh! Da stand wer! Oh Gott. Warum sind die Figuren noch immer da? Und wo ist die Leinwand? Oh Gott. Was? Wie? Was? Okay. Also, das Spiel heißt ja auch Find Yourself. Also, sind wir vielleicht... Wo sind wir überhaupt? Kann das einer erkennen? Also, das ist, Nein. Welche Stadt das hier ist? Gott. California. Jan. Ist ja auch total Wurst. Ja, wie gesagt, das Spiel heißt Find Yourself. Sollen wir vielleicht... unsere eigene, eine volle Schachtel Zigaretten, unsere eigene Vergangenheit aufdecken und herausfinden, was bei uns schiefgelaufen ist? Was würdest du sagen, Benny? So, ja, hier möglich ist es. Ein stilisiertes Kreuz, wir nehmen das mit. Ein, okay. Es ist quasi ein Gepäck-Verschwinde-Kreuz. Was war das? Also ich habe keine Ahnung, hier wird allein schon sehr viel durch Sounds gemacht und gewirkt irgendwie, das ist echt heftig. Das ist wirklich heftig irgendwie. Und jetzt so laut. Was?
Was ist los? Was, sag doch mal, was bist du das? Bist du das mit dem Geklacke oder macht dir jemand die Tür auf da hinter dir? Jeder versucht hier, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Was ist denn mit der. Stop ahead. Da läuft wer? Wer läuft denn da? Oh. Oh nein. Was? Kann einer Rumänisch von euch? Dreh dich mal um. Mal gucken, was passiert. Oh! Wow! Oh. Hey! Hey, du, na? Fahrkartenkontrolle? Oh, Benni. Ach, das ist schön. Danke. Danke für dieses Spiel. Sag jetzt mal, danke. Oh, ja, nicht. Also, nicht. Ich wusste, dass es nicht so easy ist, aber so schlimm wusste ich es jetzt nicht. Bitte? Bitte? Nee. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Oh. Bin ich das? Meine ganze Kindheit verbrachte ich allein. Oh Gott, Penny, nein. Tot? Nee, oder? Ah, das sind Schaufensterpuppe. Das sieht zumindest so aus wie eine Schaufensterpuppe. Das ist war keine Schau. Das ist so fucking laut, Alter. Das Shit ist so fucking laut. Oh Mann, Alter. Oh Gott. Kommt jemand hier? Ja, liebe Freunde von Emika Games, da ist auf jeden Fall. Guck mal hier. Ja. Reingeguckt.